Hallo zusammen hier bei Calumet Photographic. Heute geht es um die Sony Alpha 6600 und wir zeigen euch, wie sie sich im Praxistest schlägt. Die Sony Alpha 6600 ist aktuell das Flaggschiff der spiegellosen Sony APS-C-Kameras und hat einen 24,2 Exmor CMOS-Bildsensor an Bord. Gepaart mit dem neuesten Beyond X-Bildprozessor, der bereits in Sony Vollformatkameras eingesetzt wird, kann sie in Sachen Foto und Video voll punkten. Beginnen wir aber wie immer mit der Haptik. Ihre Außenmaße sind wie bei allen Kameras der 6000er-Serie weiterhin kompakt. Jedoch, der Griff ist aufgrund des eingesetzten Z-Akkus größer geworden. Damit schlägt Sony zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens verleiht das Z-Akku oder die Z-Akkus der Kamera eine längere Laufzeit, nämlich bis zu über 800 Aufnahmen mit einer Akkuladung. Und zweitens liegt die Kamera so noch besser in der Hand. Die Oberfläche ist in bewährter Qualität schön griffig und alle Knöpfe haben einen angenehmen Druckpunkt. Der etwas größere Griff ist auch insofern schön, da sich die Alpha 6600 gerade bei etwas schwereren Objektiven besser halten lässt. Die Anordnung der Bedientasten und Drehräder sind klar gegliedert und die Kamera ist nicht überfrachtet. Ein Kollege von mir bemängelte allerdings den auf der Kante liegenden Videoknopf. Ich sehe das aber ganz anders. Erstens ist die Anordnung der Tasten Gewohnheitssache und zweitens zeigt sich der Grund für mich bei Selbstaufnahmen. Dann nämlich sitzt der Knopf an der genau richtigen Stelle und du kannst das Video bequem starten. Für alle, die die Position weiterhin nicht gut finden, sei gesagt, ihr könnt euch die Videotaste auch auf eine andere Funktionstaste legen. Okay, und was ist drin an Technik? Den 24,2 Megapixel Sensor habe ich schon genannt. Die Kamera verfügt über 425 Autofokuspunkte, schafft 11 Bilder pro Sekunde und im Videobereich produziert sie 4K-Qualitäten mit 30 Frames per Second. Der Autofokus ist rasend schnell und soll für das Fokussieren 0,02 Sekunden brauchen. Ich habe es nicht nachgemessen, aber ich kann sagen, es ist schnell und zwar richtig schnell. Und hier kommt Mia, unser Fotomodel. Mia ist knapp ein Jahr alt und eine französische Bulldogge, die ganz schön flink ist. Hier kam die neue Tieraugenerkennung von Sony zum Zuge. Und wie man sieht, klappt es bestens und das auch bei schnellen Bewegungen. Dass dabei nichts verwackelt, dafür sorgt der integrierte 5-Achsen-Bildstabilisator. Dieser kompensiert nicht nur Verwacklungen bei Neig-, Schwenk- und Rotationsbewegungen, sondern auch bei von Hand geführten Videoaufnahmen. Daher ist die Sony Alpha 6600 nämlich auch in einem ganz besonderen Genre beliebt. Und da bin ich auch schon bei dem Thema Videoblogger oder Vlogger. Die Kamera ist durch ihre Ausstattung prädestiniert für selbstgedrehte Videobeiträge, auch aus der freien Hand. Aber vielleicht müsste man eher sagen, gerade aus der freien Hand. Ich gehe hier mit ausgestrecktem Arm durch unsere Calumet-Filiale in Hamburg und wie man sieht, gleicht die Kamera meine Bewegungen sanft aus. Dabei kann man sich durch das um 180 Grad neigbare Display selbst erblicken und kontrollieren natürlich auch. Hier noch eine Aufnahme aus der Rückwärtsbewegung. Der Bildstabilisator zeigt sich von seiner besten Seite. Die Sony Alpha 6600 verfügt darüber hinaus nicht nur über einen Mikrofoneingang, sondern auch über einen Kopfhörerausgang und ist damit fürs Vlogging bestens ausgestattet. Bleiben wir noch kurz einen Moment bei dem Thema Video, denn das ist das zentrale Thema der 6600. Die automatische Augenerkennung fürs Video war ja lange Zeit ein großer Wunsch der Community und natürlich auch von mir. Was bereits vor ein paar Monaten in der Sony Alpha 7 Serie Einzug fand, findet man jetzt auch in der Alpha 6600 und das ist echt cool. Wir machen hier noch einmal einen Test und ich filme mit meiner zweiten Kamera das Display ab. So könnt ihr erkennen, wie schnell und exakt die automatische Augenerkennung in Echtzeit arbeitet. Die auf künstlicher Intelligenz basierende Augenerkennung erfasst die Augäpfel, wie gesagt, in Echtzeit und verarbeitet die Daten direkt. Sie optimiert Genauigkeit, Geschwindigkeit und Tracking-Leistung des Autofokus und dies bei Menschen und bei Tieren. Ich decke hier einmal meine Augen ab und senke die Hand wieder und wieder zurück. Die automatische Augenerkennung arbeitet schnell und präzise. Und noch ein Test unter freiem Himmel. Ein bestimmter und ausgewählter Fokuspunkt lässt sich per Touch-Tracking auch über das Display festlegen. Die Kamera hält diesen dann, während die Kamera eben bewegt wird. Das ist schon klasse. Kommen wir nun zu einem nicht unwesentlichen Punkt der Alpha 6600, die Fotoqualitäten. Ich mache es kurz. Sie ist über jeden Zweifel erhaben und ich lasse die Fotos für sich sprechen. Ob Naturfotografie, bei Details,
oder in der Streetfotografie. Unterm Strich kann man sagen, die spiegellose Sony Alpha 6600 ist eine APS-C-Kamera mit großartigen Ausstattungsmerkmalen. Sie verfügt über einen ISO-Bereich von 100 bis 32.000 und ist erweiterbar auf 50 bis 102.400. Wer solche hohen ISO-Zahlen benutzt oder Bereiche benutzt, weiß, worauf er sich einlässt. Zwar liefert die Kamera rauscharme Bilder bei schwierigen Lichtverhältnissen, aber dass das Bild dann irgendwann anfängt zu rauschen, das sollte jedem klar sein. Dennoch schafft es die Kamera, dies deutlich zu reduzieren. Zuletzt noch ein Wort zur Konnektivität. Mit der App Imaging Edge Mobile ist es möglich, Fotos und Videos aus der Kamera heraus über das Smartphone in die Social-Media-Kanäle zu transportieren. Ihr seht also, an dieser Kamera ist alles dran. Das war unser Praxistest zur Sony Alpha 6600. Ich hoffe, wir konnten euch die Kamera etwas näher bringen und die Kernpunkte herausarbeiten. Wenn ihr noch Fragen habt, kommt gern vorbei in eine unserer deutschlandweiten Calumet-Filialen oder schreibt uns oder ruft an. Wir freuen uns auf euch, beziehungsweise wir sehen uns bei Calumet.